Der Sprung in die Oberliga, das große Ziel. Und zwar für beide Teams an diesem 12. Spieltag der Landesliga Hamburg. Der Tabellendritte vom ASV Hamburg empfängt den Tabellenführer FC Türkei. Für beide Mannschaften ist es die erste Partie im Kalenderjahr 2022 und für die Gastgeber gleichzeitig eine Riesenmöglichkeit, sich in eine bessere Position im Kampf um die Tabellenspitze zu bringen. Sprung in Durchgang Nummer 1. Den besseren Start erwischten die Gäste. Und was für ein Highlight. Das sind 20, 25, 30 Meter Torentfernung. Michel Netzband ist das egal. 14. Minute, das 1:0 für den Tabellenführer vom FC Türkei. Netzband mit Saisontreffer Nummer 18. Zum Vergleich, der ASV hat in der gesamten Saison 16 Mal das gegnerische Tor getroffen. Netzband natürlich Top-Torjäger in dieser Landesliga-Staffel. Der ist schon richtig fein anzusehen. Und der FC Türkei früh auf Kurs. Standardsituation auf der Gegenseite. Vedat Balak in der Mitte komplett blank gelassen. 39. Minute, da 1:1 für den ASV Hamburg. Das Tore schießen so ein bisschen das kleine Manko. Beim Tabellendritten defensiv steht man oftmals solide. Stellt mit 8 Gegentreffern die zweitbeste Hintermannschaft in dieser Landesliga-Staffel. Flanke kommt von Kosanic und Balak muss in der Mitte nur noch den Fuß hinhalten. Und verleiht dem ASV neues Leben. 3 Minuten später die nächste Szene. Das ist Radwan Al-Radi, legt ihn nochmal quer in Richtung von Savari und der überfreit und weit hinweg zum 2:1. 42. Minute, Spiel gedreht. Aus Sicht des Tabellendritten, Wassim Savari, Premierentreffer. Im Dress des ASV Hamburg kam vom Oberligisten Süderelbe und stellt noch vor der Pause auf 2:1. Sprung in Durchgang Nummer 2, Türkei auf der Suche nach der direkten Antwort. Keine 5 Minuten durch in dieser zweiten Halbzeit, das ist Inan Türkat mit dem ersten Abschluss. Scheitert an Michael Albert. Türkat Torschütze beim 2:0 Hinspielerfolg des FC Türkei gegen den ASV aus Hamburg. Wenige Minuten später die nächste Freistoßsituation. Nicht ungefährlich, aber auch dankbar für Michael Albert, der den nimmt, um einmal seine Flugfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Starke Parade des Gastgeberschlussmanns. Schlussphase in Hamburg angebrochen. Die Gäste in dieser zweiten Halbzeit das bessere Team ohne die ganz großen Chancen. 83. Vielleicht jetzt ja Michel Netzband durch die Hosenträger zum 2:2 Ausgleich. Saisontor Nummer 19 für den 26-Jährigen. Er ist die offensive Lebensversicherung des Tabellenführers, wobei sich der ASVD natürlich selber ins Nest legt. Die Freistoßsituation schnell ausgespielt. Es ist kein Abseits und Netzband dann durch die Hosenträger von Michael Albert zum 2:2. Was hatte dieses Topspiel noch auf Lager? 88. Minute, Standardsituation diesmal auf der Gegenseite. Der Ball einfach mal auf gut Glück rein und dann landet er tatsächlich im Netz. Der Wahnsinn, dank Malang, Lavin, Javla. Und im Nachhinein weiß er selber nicht so richtig, wie der den Weg ins Tor gefunden hat. Wir gucken in der Wiederholung gleich nochmal drauf. Kosanic, wie schon vor dem 1:1. Der Mann, der den ruhenden Ball bringt. Und dann ist es Javla, der gleich den Kopf hinhält. Und natürlich müssen wir über Frederik Böse reden. Den darfst du nie und nimmer durchrutschen lassen. Das 3:2, so wichtig für den ASV und immer noch nicht Schluss. 90. Minute, Nachspielzeit läuft. Türkei warf nochmal alles nach vorne, fand den finalen Abschluss aber nicht. Und der ASV durfte auf heimischem Platze kontern. 90. plus 3, der Ball in Richtung von Radwan Al-Radi. Fahne bleibt unten, Winkel ist spitz, das ist Al-Radi, alles egal. Vorbei an Frederik Böse, hinein ins Glück zum 4:2. Radwan Al-Radi, nach dem Assist kommt der Treffer obendrauf. Der 21-Jährige mit einer Topleistung an diesem Sonntagnachmittag. Und der ASV Hamburg zurück im Kampf um den Oberliga-Aufstieg. Keine Chance für Böse im 1 gegen 1. Und auf der Gegenseite muss sich Türkei die erste Saisonniederlage gefallen lassen. Der Jubel kennt natürlich auf Gastgeberseiten keine Grenzen. Und Radwan Al-Radi versucht, Worte für das Geschehene zu finden. Auf jeden Fall das Spiel gewinnen, egal was es kostet. Und ja, wir sind mit dieser Einstellung reingekommen, haben alles gegeben und haben alles auf dem Platz umgesetzt, was der Trainer zu uns gesagt hat. Und wir sind glücklich über diesen Sieg jetzt und konzentrieren uns auf jeden Fall auf dem nächsten Spiel. Dann unser Ziel ist es der Aufstieg. Und diesem Ziel ist man heute einen großen Schritt näher gekommen. Der ASV gewinnt am Ende verdient mit 4:2.